So, herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal der A&M. Ich heiße dich herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Zeitmanagement. Ja, du kennst es vielleicht, du als Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Du bist der Feuerwehrmann, der Feuer löschen muss, wenn Kunden sich melden wegen Reklamationen, irgendwelche Bestellungen sind nicht eingegangen, irgendwelche Lieferanten liefern nicht rechtzeitig, irgendwelche E-Mails musst du lesen und weiterleiten. Oder du bist selber noch im Verkauf mit tätig, du machst Angebote fertig, du machst Bestellungen fertig, du musst dich um die Mitarbeiter kümmern und du musst irgendwie alles selber machen. Ja? Wenn dir das bekannt vorkommt, dann kann ich dich beruhigen, du bist nicht alleine. Ja? Ich spreche mit sehr, sehr vielen Geschäftsführern von Handwerksbetrieben, die genau das auch berichten, dass sie eben sagen, hey Marvin, ich bin eigentlich den ganzen Tag überall eingespannt. Und wenn ich abends nach Hause gehe, dann weiß ich eigentlich gar nicht, was ich geschafft habe, weil ich habe den Kopf bis hier oben. Ich bin eigentlich komplett voll mit Themen und ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll. Ja, du redest in deinen Videos und gibst mir Tipps zum Thema Marketing und Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterführung. Und ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ich komme zu diesen ganzen Themen gar nicht. Ja, und wenn du an diesem Punkt bist, dann, wie gesagt, geht's dir nicht, bist du nicht alleine, geht es nicht nur dir so, sondern es geht eben ganz, ganz vielen so. Und der Punkt ist einfach, dass man teilweise gar keinen Überblick mehr hat, was man alles macht an Aufgaben. Ja, also teilweise spreche ich mit Leuten, die können mir am Ende des Tages gar nicht mehr sagen, was sie den ganzen Tag über gemacht haben, weil einfach so viel zwischendurch anlag und so viele Themen sie beschäftigt haben. Und Fakt ist, als Geschäftsführer ist es eigentlich deine Aufgabe, ja, die Geschäfte natürlich zu führen, dass alles sauber läuft und eben Systeme zu errichten, dass der Betrieb möglichst reibungslos läuft. Ja, das heißt, alle Mitarbeiter wissen immer, was zu tun ist. Ja, auch wenn es mal irgendwelche Probleme gibt, gibt es auch Regelungen dafür, was gemacht werden muss. Und eigentlich der ideale Zustand ist es, dass du nur noch an dem Unternehmen arbeitest und nicht mehr im Unternehmen. Das heißt, dass du einfach das Unternehmen voranbringst und du an Neuerungen arbeitest oder an Verbesserungen für das Gesamtsystem in deinem Unternehmen. Ja? Aber wie sollst du jetzt diese beiden Paare zusammenbringen, dass du sagst, auf der einen Seite bin ich der Feuerwehrmann, der die ganze Zeit Feuer löschen muss und auf der anderen Seite will ich auch das Unternehmen voranbringen. Ja? Und der erste Schritt, den du erstmal machen musst, ist erstmal dir bewusst zu machen, was du eigentlich gerade den ganzen Tag machst. Ja? Also ich will dir nicht vorwerfen, dass du nichts machst. Natürlich nicht. Wir alle ackern den ganzen Tag über. Aber es ist einfach mal wichtig auch, sich mal bewusst zu machen, was sind es eigentlich gerade für Aufgaben, mit denen ich mich beschäftige. Ja? Und da kann ich dir jetzt einen ganz wichtigen Tipp mitgeben. Und zwar ist das eine Übung, die wir auch ganz häufig mit unseren Partnerbetrieben machen. Und das ist so die 30-Minuten-Aufgabe. Und das bedeutet ganz einfach, du schreibst ja einfach mal den ganzen Tag auf, ja, von morgens um, je nachdem wann du anfängst, ja, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, wie auch immer, bis Feierabend, 16, 17, 18 Uhr oder bis in späten Abend, 20 Uhr, schreibst du dir wirklich mal jede halbe Stunde auf, was du gemacht hast, ja, also morgens, ja, 7 Uhr, Kaffee machen, kleiner Plausch mit Mitarbeitern, 7.30 Uhr, E-Mails durchgehen, ja, 8 Uhr, erstes Beratungsgespräch, 8 Uhr oder 9 Uhr Angebotserstellung und Bestellungen aus einem anderen Projekt durchführen und so weiter. Und diese ganzen Schritte schreibst du dir auf. So, dann schreibst du dir auf, 12.30 Uhr Mittagspause, 13 Uhr wieder Beratungsgespräch und so weiter. Und diese ganzen Schritte schreibst du dir mal auf. Und jetzt passiert Folgendes. Erstens, du gehst mit einem viel, viel besseren Gefühl nach Hause, weil du einfach mal genau siehst, was du alles den Tag über geschafft hast. Ja, das gibt dir auch ein gewisses Selbstbewusstsein, dass du auch mal weißt, okay, ich habe nicht nur irgendeinen komischen Kram die ganze Zeit gemacht und weiß gar nicht, was ich geschafft habe, sondern du siehst wirklich mal schwarz auf weiß, was du wirklich den ganzen Tag über geleistet hast. Und der zweite Effekt, der jetzt auch Sinn dieses Videos ist, dass du mal siehst, was du eigentlich für Aufgaben machst, die aber gar nicht deiner Geschäftsführertätigkeit entsprechen. Ja, zum Beispiel irgendwelche E-Mails weiterleiten, irgendwelche Bestellungen machen, Beratungsgespräche teilweise führen oder Angebote noch schreiben, also Follow-up machen, also die Kunden anrufen und fragen, ob sie sich jetzt entscheiden können oder nicht, Termine neu terminieren und so weiter, diese ganzen Sachen oder irgendwelche Bestellungen, also Einkäufe für die Firma tätigen, auf Amazon irgendwas bestellen für den Betrieb und so weiter. Das sind alles nicht deine Kernaufgaben, die als Geschäftsführer in deinem Aufgabenfeld liegen sollten. Und da ist es jetzt natürlich an der Zeit, dass du alle
Aufgaben mal sammelst, ja, welche davon muss ich wirklich selber machen? Die kann auch nur ich als Geschäftsführer machen. Und welche könnte ich theoretisch auch abgeben, ja? Und dann ist es natürlich sinnvoll, diese Aufgaben, die man auch wirklich abgeben kann, an Mitarbeiter abzugeben. Zum Beispiel aus dem Büroteam, ja, oder aus dem Verkauf. Oder dann auch zu sagen, hey, ich brauche da an der Stelle noch Unterstützung, weil meistens ist es so, man kauft sich diese Zeit einfach frei, indem man einen Mitarbeiter für diese Position einstellt, der einem den Rücken frei hält. Und dann auf einmal hat man eben viel mehr Zeit, um sich um die wirklich wichtigen Dinge in dem Betrieb zu kümmern, dass er auch vorankommt, dass er auch in 5 Jahren noch erfolgreich am Markt ist. Und um diese Themen musst du dich eben als Geschäftsführer kümmern. Und du solltest als Geschäftsführer eben nicht im Tagesgeschäft, ja, wie der Feuerwehrmann von links nach rechts springen und Feuer löschen, sondern du musst dich um die strategischen Themen kümmern. Wie kann ich noch mehr Geschäft erzielen? Wie kann ich meine Mitarbeiter an mich binden? Wie kann ich dafür sorgen, dass noch bessere Prozesse hier in der Firma existieren und damit alle immer wissen, was zu tun ist und wie es zu tun ist und auch die Kunden immer die gleichen Ergebnisse bekommen und auch immer happy sind. Ja, das ist dein Job als Unternehmer. Und ja, es geht einfach darum, die Kernaussage dieses Videos jetzt ist hier, mach dir mal bewusst, welche Aufgaben du wirklich aktuell durchführst, indem du mal diese 15-Minuten-Aufgabe machst, die ich dir eben mitgegeben habe. Zweitens, ja, schau dir das mal an, schätze das auch mal wert, was du wirklich alles leistest. Und dann drittens, mach dir mal so kleine Blöcke, wo du sagst, hier, das sind Aufgaben, markiere dir das mal, das kann nur ich machen, ja. Klar, es gibt auch immer Situationen, wo du noch denkst, dass nur du das machen kannst. Naja, es gibt ja keinen anderen Verkäufer. Ja, aber in einer idealen Welt, ja, wenn du jetzt mal 2-3 Jahre weiter denkst, dann musst du dir vorstellen, würde ich das noch machen, wenn ich 3-4 Mal größer wäre? Ja, wenn ich es alleine wäre, würde ich das dann noch machen? Nein, würdest du nicht. Deswegen, das ist ja Beratungsgespräch durchführen, keine Geschäftsführeraufgabe. Ja, Amazon-Bestellungen machen, keine Geschäftsführeraufgabe. Angebot schreiben für den Kunden, keine Geschäftsführeraufgabe. So, markier dir das alles mal, was wirklich so Sachen sind. Klar, dann 9 Mitarbeiter eingestellt, das ist eine Geschäftsführeraufgabe, kein Thema. Ja, Prozess optimiert für den Bestellungsprozess ist auch ein Geschäftsführerthema, ist auch klasse. So, aber dann hast du irgendwann so eine Liste mit Themen, die du selber machen musst eigentlich und die andere für dich übernehmen kann. Und dann kann man sich eben Lösungen überlegen, wie man diese anderen Aufgaben abgeben kann. Ja, wir zum Beispiel bei der A&M, wir sind ja auch stark im Bereich Recruiting unterwegs, können da also auch Mitarbeiter finden im Bereich Verkauf, im Bereich Backoffice, also Bürotätigkeiten oder im Bereich Montage, Vertrieb etc. Also wenn du da dann merkst, dass du da Bedarf hast, melde dich auch gerne bei uns. Wir können dir da auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, das soll es auch in diesem Video schon gewesen sein. Ja, ich möchte dir das wirklich mitgeben als Geschenk sozusagen. Diese Methode ist wirklich wertvoll und mach das gerne mal für dich. Und ja, gib mir gerne Feedback, wie das Ganze für dich funktioniert hat, wie es ausgesehen hat und was du daraus gelernt hast, kannst du gerne hier unter dem Video in den Kommentaren schreiben. Wenn dir das weitergeholfen hat und du das machen willst, dann gib gerne dem Video einen Daumen hoch. Ich freue mich dann aufs nächste Video und bis dann. Ciao.